herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr Freunde der leichten Unterhaltung, euer Tomcat hier. Ja, auf Wunsch von einigen oder auch Einzelnen werden wir uns heute mal um das Display kümmern. Und ich werde mal an einen schönen Platz fahren und dann werde ich euch das zeigen, wie das funktioniert oder was man damit alles machen kann, wie man die Beleuchtung ändert, wie das mit dem Kilometerzähler ist, wie das mit dem Tageskilometerzähler ist. Und ich glaube, für die einen oder anderen könnte das unheimlich spannend sein. Deshalb sage ich einfach mal, bleibt dran und genießt das Video. Das Display hat eigentlich zwei Knöpfe und das sind diese beiden hier unten. Das eine ist der Mode-Schalter und das andere ist der Set-Schalter. Das ist natürlich der Set-Schalter und das ist der Mode-Schalter, das habe ich jetzt natürlich verwechselt. Wir haben nämlich zwei Farbmodi und zwar einmal die Farbe Weiß, wobei, ja, über diese Farbe Weiß kann man sich streiten. Und dann gibt es die Farbe Blau. Und um das zu machen, müsst ihr zuerst diesen Mode-Schalter drücken und dann den Set-Schalter, wenn das jetzt klappt, zweimal hintereinander drücken. Dann wird der Hintergrund blau, wie ihr seht. Also das ist die erste Funktion mit dem Mode-Schalter. Das ist nämlich der linke. Verschiedene Modis durchschalten kannst, wie zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, den momentanen Verbrauch, den durchschnittlichen Verbrauch, die Reichweite und den Batterieladezustand. So sollte das eigentlich sein und das machen wir jetzt einfach mal. So, da haben wir ja einfach einmal die 12,7 Volt, das ist der Batterieladezustand, wie ihr seht. So, dann kommt der gefahrene Kilometer je Liter, das dürfte der Durchschnittsverbrauch sein. Und das ist noch die Restreichweite. Die Uhrzeit verstellt ihr, indem ihr die Set-Taste 5 Sekunden lang drückt. Und dann fängt die irgendwann an zu blinken. Sollte sie. So. Ja. 1, 2, 3. Also das habe ich jetzt herausgefunden, wie das war, richtig genau. Und zwar müsst ihr dann, wenn ihr die Uhrzeit eingestellt habt, nochmal zweimal hintereinander klicken. Das ist bei dem, ja, diesen Knöpfen ein bisschen problematisch gelöst. Bedarf ein bisschen Geduld. Aber ich denke mir mal, ihr werdet die Uhrzeit nicht so oft verstellen. Weil ihr mit dem Motorrad wahrscheinlich A, keine Zeitzonen wechselt und B, vielleicht erspart ihr euch das mit der Sommer- und Winterzeit sogar. Ja, und dann gibt es halt natürlich nur noch auf der rechten Seite die Sachen, die man so durchklicken könnte. Und durch kurzes Drücken der Mode-Taste zweimal hintereinander kann man dann halt hier im Grunde die durchschnittliche Geschwindigkeit anzeigen. Ja, es ist halt im Grunde ja. Also ihr seht schon, es ist ein bisschen kompliziert. Jetzt habt ihr hier einen Trip auf der rechten Seite, ne? Und dann wieder total Trip A, ja, Trip B und maximale Höchstgeschwindigkeit 128 km/h. Das heißt, diese schwindigen Kilometer bin ich schon gefahren mit dem Ding. Ja, also wie gesagt, das ist halt jetzt das Problem mit
einer Hand und das alles so zu machen. Mit zwei Fingern kriegt ihr das auf jeden Fall besser hin. Und da wünsche ich auch euch viel Erfolg. Was es da noch zu sagen gibt, ist halt diese ganzen Anzeigen, die es denn hier noch so gibt, die ebenfalls nicht leuchten. Warum auch immer, obwohl der Seitenständer ausgefahren ist. Hier habt ihr nochmal Average Kilometer pro Liter. Da gibt es halt diese Möglichkeit des Anschlusses einer Aprea oder der Kombination mit Aprea Mia. Da würde dann hier auch noch einen Icon erscheinen. Ja, habe ich schon mal was zu gesagt, das Ding kostet extra und von daher bringt es, ja, weiß ich nicht, was es bringt. Ich werde es mir jetzt nicht mehr kaufen, weil nächstes Jahr kommt die neue RS660, so war es, ist es geplant, und die hätte dieses Aprea Mia schon mit verbaut. Jo, das soll es dann von mir und dem Display gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch informativ. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Falls noch irgendetwas unklar ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche es dann danach noch so gut wie möglich zu erklären. Ja, und für die Leute, die nichts verpassen wollen, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tomke sagt, ciao mit Au und tschö mit Ö.